Hallo, und seid ihr verwirrt von der Perspektive? Ja, ich auch. Das ist gerade super Infos, tut mir leid. Deswegen seid ihr jetzt von der komischen Perspektive. Und ist auch Handyqualität. Sorry. Aber ich habe einen Rossmann und DM-Haul für euch und das wollte ich jetzt schnell noch abdrehen. Und deswegen Impro-Time! Oh, diese Haarspiele. Fangen wir gleich an mit einer Essens-LE. Und zwar habe ich bei diesen drei. Also das sind dieselben schönen Steinchen, Face Jewels zugegriffen. Ich finde die voll schön und ich bin mir sicher, für habe ich da auf jeden Fall Verwendung für. Ich fand die so schön, dachte mir, okay, ich möchte etwas damit ausprobieren. Dann habe ich mir von, heißt das Lab Quadrat? Seht ihr das hier oben? Lab hoch 2, man weiß es nicht so genau. Einen von diesen lustigen marmorierten Schwämmen gekauft. Ich bin nicht ganz durchgestiegen. Haben die unterschiedlichen farbigen Schwämme eine unterschiedliche Bedeutung oder nicht? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Also ich habe auf jeden Fall den schwarzen, wie ihr seht. Und ich fand die voll cool. Und, also von der Optik her. Und dachte mir, okay, meiner ist abgeranzt. Ich habe noch einen, den ich testen möchte. Aber Backup ist nie verkehrt. Vor allem bei der ganzen Rumtesterei. Ich habe mir auch wieder relativ viel Kosmetik gekauft. Zuerst diese Catrice Prime and Fine, das sind so Aufhellungstropfen. Davon habe ich auch tatsächlich noch ein komplett verschlossenes Ding da. Aber weil ich doch mit meiner Foundation letztes Jahr, nicht in letzter Zeit, ein paar Fehlkäufe hatte, was meine Farbe anging und die aus dem Sortiment gehen, war ich so Panik, Panik! Deswegen nochmal gekauft. Just in case. Außerdem habe ich bei der schönen, ich weiß ja immer nicht, wie die LEs heißen, ne? Bei dieser wunderschönen LE zugegriffen, wo es um diese Blumen ging. Und zwar habe ich einmal den Catrice Glow Riser Pure. Heißt das Glow Riser? Ich konnte mir tatsächlich nichts drunter vorstellen. Ich dachte erst, das ist ein Primer. Aber ich glaube, das soll einfach so ein bisschen Glow für unten drunter geben. Und ich fand es so süß. Und es ist auch wieder ein Glas-Ziegel, was ich immer super finde. Zwar Plastikkappe, aber immerhin unten Glas. Und ich bin richtig gespannt, das auszuprobieren. Und weil ich ein furchtbarer Mensch bin, habe ich mir auch gleich noch zwei Highlighter gekauft. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Das ist einmal die 03 Icon und die 1001 Rouge. Das sind, da gibt es noch einen dritten, aber der hat jetzt nicht so zu meinem Hautton gepasst. Einmal, oh Gott, Ringlicht so. Das ist hier dieser rosane, den ich super schön fand. Ich stehe auch auf so Töne. Und hier diesen Golding, auch den fand ich super schön. Ich habe zwar einen Golding, aber der ist nicht ganz so goldig, wie den ich habe. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Und deswegen war ich so, okay, ich nehme die beide mit. Furchtbar. Nicht, dass ich genug Highlighter hätte, aber. Ne? Außerdem, ich weiß jetzt nicht, ob das eine LE ist oder ob das jetzt fest im Sortiment ist. Auf jeden Fall habe ich mir von Creatrice hier diesen Active Performance Primer mitgenommen. Auch der wieder ein Glas-Ziegel. Ich mag die Foundation von Catrice super gerne, trage ich auch heute. Und ich dachte, okay, vielleicht ist das so ein bisschen was für diese Foundation, auch wenn die beiden super zusammen harmonieren, wäre das natürlich super Knorke. Und deswegen möchte ich den ausprobieren. Dann habe ich mir noch hier von Garnier dieses Pack hier, das ist eine Limited Edition, das sind neben Tuchmasken gekauft. Ich finde diese Aktion immer ganz cool. Ihr wisst, ich liebe Tuchmasken. Ich habe meinen Verbrauch relativ reduziert, weil halt Tuchmasken auch immer super viel Müll sind. Muss man halt einfach so sagen. Ich mag die von Garnier und ich möchte gerade für spezielle Gelegenheiten benutzen. Und habe mich deswegen sehr gefreut, dass es wieder so ein Set gab. Außerdem habe ich mir hier so ein fluffiges Haargummi und so ein Haarclip, den ich jetzt gerade nicht finde, weil er noch, glaube ich, irgendwo im Bad ist, gekauft für meine Haarroutine. Ich bin da relativ viel am Umstellen und deswegen fluffiges Haargummi und Haarclip. Einfach aus Bequemlichkeitsgründen. Und dann habe ich mir ein bisschen Zeug für die Zähne gekauft. Ich habe mir von Alverde hier Mundziehöl gekauft. Bio-Minze. Kann ich euch überhaupt nichts zu sagen. Ich habe da gar keine Erfahrungswerte. Ich werde es euch erzählen, wie ich es fand. Außerdem gab es beim DM hier diese Bambuszahnbürsten. Bamboo Brush von Dentabs. Wir benutzen schon Bambuszahnbürsten. Marc testet gerade eine von Hydrophil. Und ich habe eine von, ich weiß gar nicht so genau. Wir haben
Ich habe immer jeweils zwei gekauft von anderen Marken und jetzt testen wir uns mal so durch, wie wir die finden. Und es ist natürlich super cool, dass man die jetzt auch im DM einfach kaufen kann, ohne sie auf irgendwelchen speziellen Seiten kaufen zu müssen. Falls euch das interessiert, kann ich euch auch irgendwann mal kundtun, wenn ich durch alle drei Marken durch bin, welche ich am besten fand. Und passend dazu habe ich auch noch zwei von diesen Dentabs Zahnputztabletten gekauft. Wir benutzen noch ganz normale Zahnpasta. Aber auch hier dachte ich mir, okay, ich möchte es einfach mal ausprobieren. Ich denke, so eine Packung langt auch richtig lange. Das möchte ich mag jetzt erstmal nicht antun mit meinem ganzen Ökosplin momentan, der sich gerade so ein bisschen raus entwickelt. Aber so für mich zum Ausprobieren fand ich cool, wollte ich ausprobieren. Ja, wirklich. Das war's. Es sind doch relativ viele Make-up-Produkte wieder, aber auch so ein bisschen Grundhygiene, würde ich sagen. Und dann würde mich doch mal interessieren, ob ihr auch zugeschlagen habt bei der Catrice LE. Ich denke, auch wenn das neue Sortiment kommt, werde ich da mich nochmal so durchwühlen. Lasst mich das gerne wissen, würde ich sagen. Lasst mir noch etwas Liebe da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wieder in der normalen Perspektive und nicht so super gruselig, so super nah.